Aperture Science. We do what we must because we can. I call this one Smash. It's an early work of primitive expression. I'm a little embarrassed at how crude it is. Still, it will smash you. Die Dinger sind noch die, in denen die so schwer sind, ne? Genau. Oh nein! Air Gesture. Ich geh mal gucken, was da hinten ist. Ich komm mit. Ich überhole dich. Miau. Kann ich nicht. Hä? Hä? Was war, Hello. Was war das denn jetzt? Ah, cool, man kann jetzt. Au. Hey. Fuck you, Mann. Ich geh nochmal in diesen Blubberstrahl. Hey! Hey! You dick. Hä, das ist aber stressig. Hey! Aufwand! Da oben ist noch so eine Wand, die muss man auch mit Portalen verlängern. Was musst du. Was ist. Moment, was ist denn überhaupt Ziel des Spiels hier? Ich schieß mal mit dem Laser da durch. Ah, guck. Da verschwindet das, das komische Ding. Welches Ding? Da links. Das Kraftfeld. Aber auch nur, wenn es einer in der Hand hält. Ja, dann gehen wir da oben hin, solange ich das halte. Bleib ich mal in mir stehen. Hey, du musst. Oh, du musst vorher deine Portale so machen, dass ich da durchfliege. Ach so, ja. Das heißt, du musst irgendwas da mitnehmen, quasi. Nee, jetzt kannst du doch ein Portal mit dieser Wand, mit dieser Wand quasi verlängern. Ja, ist, aber wohin? Keine Ahnung, erstmal irgendwo ein Raum. Ja, jetzt hast du gerade den Laser unterbrochen. Jetzt hast du gerade den Laser unterbrochen. Mach mal dein Portal weg. Ja, ich kann es aber jetzt nicht wieder da reinmachen. Die Wand ist ja jetzt wieder da. Oh, hör auf, mich mit diesem Ding anzuschießen. Und jetzt? Jetzt haben wir nichts erreicht. Nee, was wollen wir denn mit dieser Wand überhaupt? Also hier ist ja dieses Ding. Okay, der fliegt nach oben. Mit dieser Wand könnten wir zum Beispiel das so machen, dass wir mit dem Laser, mit diesem Flugding nur an eine bestimmte Stelle. Da oben ist das Ding zu Ende. Ja, genau. Wenn du jetzt dein Portal dahin machst. Siehst du das doch, dass wir jetzt. Dann fliegen wir nur bis dahin und dann? Keine Ahnung, mal gucken. Hier ist doch schön. Hier oben muss doch der Laser rein. Da. Entspannen! Da muss der Laser rein. Und
Und was passiert dann? Achso, dann ist wieder die das Kraftfeld weg. Und das bringt uns auch nichts. Ich weiß auch nicht. Das Kraftfeld weg. Wenn wir irgendein aber das Kraftfeld, wir können auch durch das Kraftfeld durch, das, wenn wir irgendeinen Gegenstand hätten, wir tragen könnten oder so. Ich glaube, ich weiß es. Das Ganze. Warte. Wer ist das gemacht? Das ist hier der andere Laserpunkt. Ja, und das aktiviert, dann geht's da hoch zur Zieltür. Aber wir wollen ja quasi. Nee, ach, okay, kann man gar nicht. Wir müssen ja beide gleichzeitig hoch zur Zieltür. Ja. Also wie viele Laserpunkte haben wir jetzt? Zwei, ne? Den hier und den hier, ne? Weil ich glaube, das Ziel ist irgendwie, dass wir am Ende die Wand davor haben, damit der Laser das nicht trifft. Und sobald wir das Portal wegsetzen, geht der Laser wieder durch und dann müssen wir schon auf der Plattform stehen. Ah, okay. Dann lass mich mal eben. Aber. Mach mal eben die. Ich wusste nicht. Die magische Wand weg, damit ich da hingehen kann. Dann mache ich mein Portal nämlich dahin. Mit dem. Mit dieser. Weißt du? Mhm. Oh, scheiße, das war natürlich jetzt nicht so schlau. Moment. Sorry. So, warte. Wait for it. Moment. So. Jetzt muss das hier hin. Das dahin. Und jetzt kannst du beide Laser gleichzeitig aktivieren. Hä? Oder? Nee. Aber jetzt kannst du den ersten Laser aktivieren, den hier. Ja, nee, aber das geht durch die Wand durch. Das ist also auch überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Der Laser geht durch diese blaue Wand hier? Ja. Was zum Fick? Aber wozu soll denn dann diese Wand gut sein? Da ist die Tür. Gucken wir nochmal bei der von da oben. Aperture Science. Do what we must, because we can. Achso, ja, jetzt können wir sowieso nichts machen. Wo bringt denn diese Wand was? Das ist jetzt nicht durch, aber Laser anscheinend schon. Eigentlich brauchen wir es genau andersrum. Wir könnten ja theoretisch auch diesen Würfel mit in die Kammer nehmen, ne? Warte mal. Ja, ich bin jetzt am Ausgang. Aber das bringt nichts. Machen wir den Laser weg. Lass mich mal den Würfel mit in die Kammer nehmen. Ne, es geht gar nicht. Weil du musst ja den Würfel in der Hand halten, um den Dings zu deaktivieren. Ja, das ist, was mich so stört, dass man den in der Hand halten muss. Ja, ne? Aber wie soll man das denn sonst machen? Muss man diese Lichtwand benutzen, um den
Da drauf zu stellen? Nee, aber das geht auch nicht, weil auf der Höhe hier keine weiße Wand ist. Der Lichtstrahl kannst du ja auch nicht, du müsstest ja theoretisch um 90 Grad drehen, um was draufstellen zu können. Ja. Mach mal, deaktivier mal bitte die Wand. Na. So, das bringt uns nichts, ne? Hier bringt er uns auch nichts. Hier bringt er uns nichts. Der Laser geht durch, hast du gesagt, ne? Ja. Was bringt das? Nichts. Ich glaube, man kann den sowieso nicht auf die auf diese Dings stellen. Müssen wir irgendwo probieren können, ob der Laser wirklich da durchgeht. Mal der Portal da so hin. Also ich hörte gerade mal. Ne, das geht gar nicht. Also die einzige Möglichkeit, irgendwo einen Laser durchzuschicken, ist eins da drauf zu tun. Und das andere ja, dann. Tu mal eins da drauf, eins da drauf. Jetzt halt mal den Laser durch. Ja, der geht durch, ne? Ja. Wozu ist denn dieses Ding gut? Boah, mein Gehirn ist echt manch. Salat ist. Bester Freund. Moment mal. Nur um zu gucken. You might well be onto something there, my friend. Nee, nicht wirklich. Doch, wieso? Doch. Doch, ich hab's. Wenn der Portal da ist, wo mein Blau ist, jetzt ist da. Schickst du den Würfel da durch? Oh, warte. Oh. Und ich mache das hier so hin. Dein Portal dahin. Das. Also du musst den Würfel da rein tun. Und jetzt müssen wir schnell auf den Aufzug. Schnell! Ja gut, es gibt keinen Sprint, ne? Oh nein. Du hättest es ein bisschen weiter noch nach rechts machen müssen. Du musst dir dein rotes Portal nochmal wegmachen, damit der Würfel runterkommt. So ungefähr? Ne, genau hier, da wo das
so viereckig ist. So? Nein! Fuck you, man, das war genau richtig. Komm schon! Dein Portal muss ein bisschen weiter nach rechts, ne? Natürlich fällt der jetzt immer komplett runter. Los, Männer, zum Aufzug! Sweet! Good. Please proceed to the next test appreciation exhibit and interact with it in such a way that it might be called solving. If we still cared about solving things in the future. But we don't. Das war aber nicht leicht. Nee, okay, nee. Das, was mich auch zu der Vermutung bringt, dass das nicht der zweite Kurs war. Ja, wirklich nicht. This chamber represents the impossibility of discovery when bound by artificial ethical considerations for safety. Drei. You'll see what I mean. Nicht trinken, man wird geschleudert und man könnte ertrinken. Wohin müsste man überhaupt? Keine Ahnung. Ah! Warum? I typically hate when art subjects inject their own biases into art appreciation. But the way you just swan-dived your biases directly into that acid was actually quite beautiful. Danke. So, da ist ein Kubus. Wie kommt man da hin? Nochmal, zeichne mal bitte drauf. Ah, hier, ne? Ja, genau. Wo muss der hin? Ich schätze mal da. Entschuldigung. Damit hatte ich einfach nicht gerechnet. So, warte. Oh, da oben ist ein Schalter, warte. Kommst du da irgendwie hin? Nee, ich glaube nicht. Doch. Blau, jetzt muss ich nur mit ordentlich Schwung hier in das blaue, in das lila Farben rein. So würde ich hier einfach runterfallen. Das heißt, das hier oben ist wichtig und da muss ich mit ordentlich Schwung reinfallen können. Siehst du was? Ja, Moment. doch nicht. Doch gerade hier, guck mal hier. Bringt das was? Ja, und dann kann ich nämlich hier reinfallen. Da rein, siehst du das? Ja. Aber du hast ja immer noch nicht genug Schwung. In der Tat, vor allem das muss ich dann machen, während ich da fliege und durch die Wand durch bin. Kann man nicht die Sprungfeder nutzen, um Momentum zu finden? Die Sache ist, hier ist eine, die hier auf potenziell eins meiner Portale draufgehen könnte. Aber das Einzige, wo ich was hinmachen kann, ist dann hier, weil da ein Loch drin ist. Und das ist, ich glaube, das dreht sich erst um, wenn man den Schalter drückt. Verstehst du? Au.
Moment. Boah, ey, scheiße jetzt. Das ist ja so eine Viertelstundenaktion hier. Und da kann ich nicht durch. Auch. Moment mal. Moment mal. Bist du dir aufgekommen? Hier durch das Fenster hier. Oh. So, hier kann man jetzt für immer Schwung holen, aber es bringt überhaupt nichts. Doch, warte mal eben. Klar bringt das was. Ach so, wenn du dein... Boah, dann muss man aber schnell sein. Wie holst du Schwung? Mach du dein hellblaues mal hier hin. Nee, gar nicht wahr, mach dein hellblaues nach unten. Unten muss ich jetzt wieder runterspringen, ja? Nein. Hier durch das Gitter. Ich kann nicht nach unten zeigen. Doch. So ist gut. Ja, warte. Du musst dein rotes hier hin. So, und das blaue machst du. Du musst warten, bis ich gerade drin bin. Dann, das Lilane wohin? Obwohl, nein, das ist doch auch Quatsch. Ich spring einfach mal rein. Naja, das Lilane muss jetzt irgendwo rauskommen. Ja, eben. Das Lilane kann nur hier rauskommen. Ja, aber dann schleuderst du dich einfach nur gegen die Wand. Du hast recht. Warte mal, zwei Portale, das muss. Und wir können hier. Einer muss außen stehen. Ja. Muss zwei Portale hier innerhalb haben und der andere muss außen sein. Moment. Ja, aber ich kann nicht beide gleichzeitig da drin machen. Hä? Du machst die außen hin und dann springe ich hier und dann fliege ich. Aber ich kann die nicht gleichzeitig ausmachen, weil ich muss ja auch irgendwie rüberkommen auf die andere Seite. So, ich hole gerade 80 Milliarden Kilometer Schwung. Oh Gott. Ah! Ja, aber ich kann es ja nicht von hier aus machen. Ich habe auch jetzt gerade völlig die Orientierung verloren. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hallo? 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 Hä? So, warte, so? Und du musst dann da reinspringen. Aber jetzt musst du ja in der Zeit noch auf die andere Seite, weil du hast jetzt nur eins gemacht. Da prall ich ja einfach gegen. Wohin wollen wir denn überhaupt nochmal? Auf die andere Seite zu dem Schalter. Aber da kannst du auch... Ach so. Oh. Und ich kann nicht alleine Schwung holen. Also und gleichzeitig hier wieder rausschießen. Hä, hey, das geht doch gar nicht. Bist du lila wie die Kuh von Milka? Goddammit. Nein.
Remember, these exhibits are interactive, like a children's museum. So that means the pits of acid are filled with real Halt die Klappe, like Gladys. Well-funded children's museum. Boah, ist das schwierig, ey. Ich bin einfach auf 0% weiter in meinen Überlegungen. Aber wir haben schon... Wir haben gefunden, wo man Schwung holen muss. Und wir haben diesen Kubus gefunden. Aber man kann nichts machen, weil überall diese Wände sind. Wir wissen nicht mehr, was dieser Schalter tut. Doch, das weiß ich. Der wird das hier umdrehen. Das hier. Was umdrehen? Ja, und dann? Dann kann ich so machen und so. Und dann schießt man da den... Ach so. Oh, halt. Aber das ist ja auch völlig umsonst. Ja, das ist ja auch völlig umsonst. Warum sollte man das machen? Dann wird der auch nur hier gegen geworfen. Wir müssen erstmal das Rätsel in diesem Turm, wo man Schwung holt, lösen. Hey, so lila wie die Kuh von Milka. Pass mal auf. Mach mal da oben eins hin. So, und das andere machst du jetzt mal. Kann ich ihn rausgesprungen kommen, wo es mir was bringt. Du kannst nichts erreichen sonst, ne? Nee. Ja, aber so schnell kannst du ja auch nicht. Bringt. Ich kann auch nicht. Ich brauche ja sogar. Man braucht ja sogar zwei Leute, um hier Schwung zu holen. Ja, ja. Was auch offen, Scheiße. Alberner Helge. Boah, ist das anstrengend, ey. Komm mal runter, bitte. Und mach das mal so, dass ich auf die andere Seite komme. So, jetzt haben wir oben die Verbindung. Und jetzt kommst du zurück. Und wenn ich jetzt reingehe, bleiben meine Portale bestehen? Deine nicht. Deine bleiben bestehen. Ja, ich darf mich jetzt halt nicht mehr bewegen. Vielleicht muss einer dem anderen helfen, hier das Schwungmachsystem zu machen. Das Schwungholsystem zu machen. Da muss der andere für immer in dieser Schwungschleife sein, bis der andere draußen Zeit hat, die Portale zu machen. Ja, aber das geht ja nicht. Du hast ja gesehen, ich brauche ja deine Hilfe, um überhaupt auf die andere Seite zu kommen. Stimmt. Sprichst die Wahrheit. Du nimmst dich, kann ja nicht hier reinspringen.
Und diese beiden Sprungplattformen, die wir haben, die führen auch zu nichts. Ich hole jetzt gerade Schwung, aber ich bin ja auch in diesem Tunnel hier. Wow! Da wär's gewesen! Ja, das habe ich gemacht, weil ich hier reingekommen bin. Und es bringt auch nichts, also selbst wenn du da durchgeschleudert wirst, dann hast du noch eine Millisekunde Zeit, ein Portal auf diese Dings zu machen, auf die du geschleudert wirst, aber das bringt auch überhaupt nichts. Nee. Das kann hier nur der Test sein. Zwei so absolut mächtige Intelligenzbolzen, wie wir das nicht hinkriegen. Jetzt mach du das mal auf die andere Seite. Ich will mal gucken, ob ich schlauer bin als du. Moment. Ich bin nicht mal schlau genug, um das. Wer ist das gemacht? Wo fängt man denn an? Was? Moment. Ich kann ja gar nicht auf beide gleichzeitig das Ding machen, oder nicht? Ja, Moment. Mach jetzt einmal oben. Gehst du durch. Und jetzt, ab jetzt kannst du nur noch zwischen diesen beiden Plattformen hier hin und her laufen, wie der größte Idiot. Wo keiner weiß warum. Oder wofür. Lass mich mal, wenn ich springe und dann halt, im Flug. Halt. Du kannst dich ja jetzt nicht mehr bewegen. Die beiden müssen jetzt da oben sein. Wo könnte ich dich denn jetzt hinschicken, was sinnvoll wäre? Dieses Ding, die kann ich auch nicht, weil da meine Portale weggehen. Stimmt, da brauchst du auch nicht reinlaufen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal eine Runde laufen. Und dann versuchen wir das nochmal. Hält der von. Nichts. Also. Dann machen wir die Aufnahme aus. Naja, wir haben den Begrüßungskurs geschafft und eins von den superschweren. Oh Gott! Und beim zweiten sind wir schon direkt an unsere Grenzen gestoßen. Wie kann man denn von hier aus wieder zurück ins Hub? Na, ich will eigentlich wenigstens noch sehen, wo Nummer 2 von diesen Tests ist. Von den normalen und nicht dieser behinderte Art Gallery, die offensichtlich nur aus super Hardcore-Tests besteht. Weißt du? Oh, da vorne. Oh, 1 Zentimeter weiter. Aber nein, das war doch vorher alles nicht da. Ja, das hätten wir noch gesehen. In unseren Augen.
Ja, aber ich gehe jetzt erstmal eine Runde laufen, wie gesagt. Na gut, aber dann wissen wir wenigstens fürs nächste Mal, wo es weitergeht. Genau. Bis dann. Ja, auf Wiedersehen. Ciao.